So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger mit dem Cloud von Delivery LP. Und in der letzten Folge sind wir in eine neue Zeit gereist und sind letztendlich hier gelandet. Und ich habe keine Ahnung, was Beton ist, aber hier ist eine Tür und ein Speicherpunkt. Okay. Okay. Ich habe anscheinend seit 2 Stunden nicht gespeichert, was nicht stimmen kann. Aber gut, ich speichere auch fast immer mit Save States. Und ich benutze, glaube ich, mal eine Unterkunft eben. Um nochmal alle top fit zu machen. Und MP aufzufüllen. Wobei. Ach komm, machen wir eben. Ja. Die brauchen alle wieder ein paar MP. Dann machen wir es doch. Denn ich habe gehört, dass hier ein dicker Gegner kommen soll. Und den Feinden der Mystika. Oh, was ist das denn? Heckkran. Okay, Gewitter. Wir werden einfach mal mit ein bisschen Magie arbeiten. Da wir das so schön machen können mit der Magie, würde ich sagen, machen wir das auch. Das eine Blubberblase, die uns 38 Schaden macht. Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich mit der Magie am meisten Schaden machen hier. Dann mache ich auf jeden Fall damit weiter. Oh, wie viel. Oh, warte, wir können ja hier die Antipode machen. Oh. Das hat viel Schaden angerichtet. Aber mit der Antipode sollten wir auch viel Schaden anrichten, nehme ich mal an. Und kabumm. 300 Schaden mit einem Angriff. Ach, wie ich das doch mag. Nochmal das Gewitter. Und 128 Wasserwelle. Auf alle? Oh oh. Wow. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt langsam mal. Nee, Tonic mit bitte auf Mali. Wir müssen jetzt langsam mal alle heilen. Deswegen machen wir jetzt mal eine Heilungsrunde, würde ich sagen. So. Und dann können wir wieder angreifen mit Gewitter und Eis und Feuer. Ach, ich mag es so relativ krass fette Gegner zu haben. Sie sind wesentlich ein bisschen, ja, ein bisschen mehr aus und man füllt ein bisschen Zeit. Haha. Nereid Zyklonwasser. Sind das Attacken von Gegnern, die wir vorher schon mal erledigt haben, irgendwie? Nereid kommt irgendwie bekannt vor gerade. Das müsste aber langsamer. Oder hat er so krass viel Lebensenergie? Irgendwie scheint er nicht wirklich so Ermüdungsanzeichen zu machen. Da haut er erstmal auf Luca ein, die wir gleich auf jeden Fall heilen müssen. Sobald wir die Möglichkeit dazu haben. Tonic mit für Luca, denn ich möchte nicht unbedingt, dass sie vor die Hunde geht. Aber unsere MP gehen langsam vor die Hunde. Da muss ich mich einmal räuspern. Guck mal, die Wasserwelle. Ich könnte wieder böse sein. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder eine Heilungsrunde machen gleich. Zumindest für Mali. Mali muss ich auf jeden Fall wieder heilen, ja. Ah, wir haben es geschafft, okay. 10 Tech-Punkte, wow. 1500 G, yes. Das war gut. Wenn der große Magus, der vor 400 Jahren Lavos erschuf, die menschliche Rasse nur vernichtet hätte, dann wäre die Welt in Händen der Mystiker. Grrr. Okay. In der mittleren Ära schuf also Magus dieses Lavos, der die Zukunft unseres Planeten zerstören wird. Wenn wir die mittlere Ära besuchen und Magus beseitigen, wird das die Geschichte verändern. Wir könnten das Tor auf Lenas Platz benutzen. Auf Lenas Platz? Ins Wasser springen? Ja. Klar. Wo auch mal wieder hinkommen.
Ah, cool. Wir sind wieder in unserer Zeit. Oh, cool. Ich glaube, dann werden wir auf jeden Fall nochmal einen kleinen Abstecher hier in die Läden machen. Hereinspaziert. Cloud, ich verdanke dir so viel. Du hast meine Haut gerettet. Mann, saß ich in der Tinte. Ich ging auf eine Geschäftsreise und wurde mit einer Diebesbande zusammen eingesperrt. Die Funktionäre wollen mich ohne eine Verhandlung hinrichten. Die spinnen ja total. Wir stehen tief in eurer Schuld. Nochmals danke. Das hier sollte Papa nicht erfahren. 10 Ethermet. Oh, nett. Hey. Papa. Hart am Arbeiten? Aber natürlich, oder? Ja. Okay, also gut. Cloud, ich schulde dir was. Nun, Cloud, zum Geschäft bitte kauf, was immer du möchtest. Hier, was hast du denn so ein Angebot? Nichts, was wir jetzt irgendwie brauchen könnten. Kauf vielleicht noch ein paar Toniken. Denn Toniken kann man nie genug haben, meiner Meinung nach. Ein paar Tonic-Mates holen wir auch noch mal so 30. So. Wir verabscheuen uns, verabschieden uns. So. Oh, ist das cool, ey. Was sind hier? Fahrkarten. Fahrkarten, achso. Oh, ist das cool. Wir sind wieder in unserer Gegend quasi. Wohnhaus. Was haben wir hier? Hehe, man ist nie zu alt zum Silberpunkte sammeln. Was sind Silberpunkte? Ich könnte schreien vor Glück. Aha. Ich frage mich gerade, ob sich hier irgendwas geändert hat. Jetzt so irgendwie so. Hi, kennst du unsere Einrichtung bereits? Nein, ich glaube nicht. Dies ist das örtliche Bildungszentrum. Es bietet Workshops für Anfänger an. Was du hier findest, gehört dir. Okay. Speicherstellen sind auf der ganzen Welt verstreut. Speicher so oft wie möglich, vor allem ungefähr. Ach, hier ist quasi so ein Tutorial-Haus. Oder wie muss ich das verstehen? Was sind so viele Leute? Ich will jetzt nicht mit allen reden. Haus. Friedensstube. Clouds Haus. Oh, wir können nach Hause gehen. Cloud! Cloud, was habe ich mir Sorgen gemacht? Deine Verurteilung und all das. Mach mir nicht dauernd Kummer. Oh, wir sind zu Hause. Und da ist unser Bett, wo wir am Anfang kurz ausruhen. Ja, gerne. Oh, da wird man ja noch richtig nostalgisch gerade. Und was erzähle ich noch so? Wie nett. Ich kannte bisher nur Luca. Wer ist denn deine hübsche neue Freundin? Hi, ich bin Marley. Marley? Ich bin sicher, ich habe dich schon mal gesehen, Liebe. Nur wo? Hallo, ist die Prinzessin von Guardia. Okay, ja. Wohnhaus. Was haben wir denn hier Schönes? Früher gab es eine Kathedrale im westlichen Wald. Was wohl daraus geworden ist? Kann ich auch nicht sagen. Laden. Hustenhaus haben wir unten eigentlich. Lukas Haus, ah. Können wir auch mal vorbeischauen. Ja, du kannst ja ein großes Haus. Was haben wir oben? Ja, viel zu finden ist sie nicht, muss ich sagen. Könnt ihr auch nochmal ausruhen? Nö. Wir können uns nur in meinem Haus ausruhen, anscheinend. Wir sind auf der anderen Seite. Ah, da ist jemand. Luca und Taban haben nur für ihre Kindereien Zeit. Ah, da ist noch der Vater. Hier, Vater. Hier, das haben wir heute eingenommen. Oh, wie nett von dir. Ja, dann nicht. Dann nicht. Dann erzählen uns halt nichts Besonderes.
Ich den Tod runterkommen, wieso kommt der jetzt nicht runter? Hm. Oh, ich komme gerade recht. Eine Tabanweste. Mein Meisterstück, die stärkste Verteidigung für meine Tochter. Aha. Gucken wir mal, was die so drauf hat. Die Tabanweste. Ah, die ist sogar recht gut, muss ich sagen. Cool. Okay, dann hat sich das der Abstecher in Lukas Haus doch gewohnt. Gelohnt. So, wir sollten zu Lenas Platz eigentlich. Aber ich möchte wissen, was mit der Brücke hier unten ist. Die war ja mal kaputt, die Brücke, das weiß ich. Was haben wir hier unten alles? Eine große Wüste haben wir hier. Und noch mehr Zeugs. Porisstube. Ist ja ein Dorf. Aber ich glaube, hier sollten wir eigentlich noch nicht sein. Gut, heraus. Ja gut, wir gehen erstmal zu Lenas Platz ins Portal und gucken, wo wir dann landen. Denn das interessiert mich doch gerade brennend. Lenas Platz. Geht die Party eigentlich immer noch hier? Ach nee. Die Party geht immer noch. Kommt wenn ich auch irgendwo an. Ach, Silberpunkte waren die Punkte, die man hier am Anfang kriegt. Stimmt ja. Können wir nochmal hier drauf wimsen. Oh nee, das versuchen wir nochmal. Ach, komm mit Call besser. Wenn ich kurz übermäßig leckst, dann würde es einfach gehen. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt können wir es mal versuchen. Ah, wir haben es geschafft. Einen ganzen Silberpunkt, yay. Okay, wir fliegen mal direkt zum Portal weiter. Das war, glaube ich, hier oben irgendwo, ne? Ah, wir können hier eventuell noch Hand. Hier waren noch auch die Händler, oder? Nee, nein, nein, nein. Dann noch ab. Hm. Ja, hier ist das Portal. Dann gehen wir mal weiter. Und gucken, wo wir jetzt landen werden. Na, ah, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir eine neue Zeit freigeschaltet. 600 AD. Und mein Handy klingelt wieder. Aber ich wollte sowieso langsam mal einen Cut machen. Weil ich glaube, wir sind schon an der Zeit angelangt, wo wir das machen können. Wir sehen uns dann in... Oder ich guck mal eben auch nach der Zeit. Ja. Da bin ich wieder und wir machen an dieser Stelle einen Cut. Wir sind wieder hier an dieser Zeitportal gedönsen. Ja, da machen wir einen Cut an dieser Stelle und anscheinend haben wir ein paar neue Zeiten dazu gekriegt. Zu den Platz 1000. Nee, nö. Ja, gut. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Chrono Trigger. Bis dann, Leute. Ciao.